Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft zusammen mit den Andreas und Marc. Hallo. Hallo. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal wieder Sachen holen und freue mich an Keks. Nein, dann mache ich einfach an unserer Mega-Baustelle weiter. Genau, wir waren ja letztes Mal dabei stehen geblieben, den Berg abzutragen, und da wird es jetzt auch weitergehen. Kann sein, dass es jetzt ein paar langweilige Folgen werden, weil ihr immer nur dasselbe seht, aber das ist mir so egal. Nein, echt jetzt. Das ist mir dafür haben wir ja Gesprächsthemen. Genau, und ja. Heute haben wir das. Heute ist unser Gesprächsthema: wie hatet man RTL richtig? Nein. Also generell RTL mal so. Ich weiß, darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Nein. Wenn ich mich recht entsinne. Oder haben es angedeutet. Des Öfteren schon. Ja, und der RTL heißt ja im vollen Namen, ist ja nur eine Abkürzung für wertlos. Ne? WR. Ich mache hier irgendwo mal kurz eine kleine Textdatei, damit ihr merkt, was ich meine. WRTL. Genau. Sag ich mal. Und ja, fuck, mein ganzes Eisen ist weg. Und wie viel war's? Über 40. Du bist so einfach. Warum trägst du das auch mit dir rum, Alter? Ja, weil ich zufällig Werkzeuge brauchte. Ich nehme mal die Hälfte von deinem Eisen. Ja, danke. Bitte. Wir gehen eh bald wieder in eine Höhle. Aber ja, das wahrscheinlich wieder zu zweit, weil in der Aufnahme arbeiten wir mehr. Ja. Boah, ich hab schon wieder Hunger. Ja, voll. Du hast immer Hunger. Entschuldigung. Ja, um wieder auf das Thema zu kommen. RTL, ja. RTL, was ist das? Okay, die einzige coole Sendung auf RTL war Alarm für Cobra 11. Aber selbst das ist nach einer Zeit scheiße geworden. Ja. Ja. Also... Da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu reden, glaube ich. Darum, wir brechen. Mein Vater war gerade in meinem Zimmer, verdammt. Das Thema. Und ihr habt es nicht bemerkt. Ja, ist doch gut. Warum hast du es gesagt? Weil ich es kann. Wir können ja mal über die wilden Kerle reden. Nein. Nein, hab ich mir geguckt. Aber RTL ist gar nicht mal so scheiße. Nein, Mann, Scherz, das ist scheiße. Aber ab 20.15 Uhr geht es sogar manchmal von den Filmen her, weil eins muss man RTL lassen. Die haben wirklich viel Kohle. Zum Beispiel... Das ist das Problem. Ja, aber zum Beispiel das Dschungelcamp. Die geben dort Millionen Euro dafür aus, dass die Menschen glauben, dass das ein richtiger Dschungel ist. Das ist ein richtiger Dschungel. Nee, ist es nicht. Klar. Nein. Zu mich verarschen. Das ist kein richtiger Dschungel. Okay, es ist am Rande eines Dschungels, aber zum Beispiel die Pflanzen sind richtig gepflanzt. Überall sind Kameras anmontiert und sowas. Ja, und? Kann man doch machen. Aber Pflanzen anpflanzen und sogar Nebel faken und sowas. Ist doch geil, wer es kann. Dann musst du aber auch mal beachten, das ganze Equipment, ne? Also die Brücken und so. Ja, gut, okay. Das ist auch normal. Ich glaube nicht, dass du so einen Baum innerhalb von 2-3 Tagen hochziehen kannst, wenn du nicht gerade Idefix oder so heißt, den Zaubertrank brauen kann. Den bei Idefix ist der kleine Hund? Nee, wie heißt denn der von Asterix? Ich habe das nie Miraculix? Ich habe das nie geguckt. Ich glaube, Miraculix. Miraculix. Nee, Miraculix ist doch eine Essensfirma, oder? Also keine Ahnung. Fertigsuppen herstellt. Also ja auch egal. Aber, beim Superland wird beim Supertalent wird betrogen, bei Assi TV wird betrogen, bei Dschungelcamp wird betrogen. Überall eigentlich bei RTL. Na, das Supertalent wird nicht betrogen. Oh doch. Ja, okay, es wird schon betrogen, aber die Leute werden Du wirst in jeder Sendung eigentlich für dumm verkauft. Die machen das so geschickt, dass du das einfach glaubst. Ja, die... Guck mal. Denkst du bei, weiß ich jetzt nicht, bei Galileo ist alles echt? Nein. Natürlich ist das dort gespielt. Das ist eine Wissenssendung.
Ja, aber auch da verkaufen sie sich für dumm und erzählen dir falsche Sachen, Mann. Nee. Ja doch, kann ich mir aber gut vorstellen. Also von den Informationen her, also von den inhaltlichen nicht. Vielleicht sind die Sachen gedreht. Das ist okay, die Sachen gedreht. Nach Drehbuch jetzt, aber das kann ich mir vorstellen, aber sonst. Ja, oder gucke mal bei hier Krimi-Sendungen wie Privatdetektive im Einsatz oder das so. Das ist der RTL. Ja, ne, das ist RTL 2, ja. Ich bitte dich. Ja, okay. Ist zwar ein Sender, aber ist ja egal. Das ist auch, denkst du, die Fragen haben sie sich nicht aufgeschrieben? Denkst du, wenn da so ein Kamerateam vor einer Fensterscheibe rumtornt, habe ich so letztens gesehen, da war so ein Film. Warte. Da hat so ein Junge da mit so einer muskelbepackten Frau gecatcht. Denkst du, wenn die da mit ihrem Kameraequipment vor dem Fenster rumtornt, dass sie das nicht merken? Und das ist der Schatten oder so? Keine. Ja, natürlich wird betrogen. Aber nicht das immer. Ist doch alles vorab gedreht und die versuchen ja so zu verkaufen wie pst, pst, aber verstecken und so, ne? Dass das so echt ist, dass das, ich sag jetzt mal, live gedreht ist und ja. Damit machen die halt ihr Geld, ne? Weil Einschaltquoten und so bringt ja das Geld. Ja. Ja. Wenn du einen guten Film hast mit gute Einschaltquote, kriegst du mehr Geld. Wenn du einen Scheißfilm hast mit scheiß Einschaltquote, kriegst du halt nicht so viel Geld. Ja, aber ich habe mal eine Sendung auf Sat 1 gesehen, glaube ich. Die hieß The Biggest Loser. Dort nehmen irgendwelche Fettsäcke ab. Oh ja. Das ist so bärstig, Alter. Ja, ich finde das. Naja, ich finde, das ist auch so was Ähnliches wie. Also, ich glaube, das ist so ein. Das ist Belustigungs-TV, ey. Das nee, ist weil die gegen solche Leute, die fett sind, aber abnehmen wollen, gegen die habe ich ja nichts. Mich regen vielmehr die Fettsäcke auf, die nicht abnehmen wollen, oder? Ja. Das ist wieder so eine. Naja, das ist. Aber ja. Selbst Bear Grylls ist irgendwie gespielt. Ja, natürlich, weil. Komm, ja. Okay, ich glaube ihn alles, dass er auch war, er ja auch Elite-Soldat und war. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dass er auch Überlebenskünstler ist. Aber denkst du echt, dass die habe ich heute gesehen, Bear Grylls zufolge? Ich gucke das ja persönlich sehr gerne, weil ich das einfach geil finde und die Landschaften und so. Denkst du, da klettert mal so ein Kamerateam in Alaska einen Wasserfall runter? Natürlich. In Minusgraden Wasser. Ja. Na, was toll findet. Das ist ja auch ein riesen Dingens. Ein riesen Team, was dahinter steckt. Da sind ja. Oh, ein Spinnreiter, wie hammergeil! Cool. Komm schnell! Fotografiere ihn! Warte. Scheiße, ich habe ein Schwert vergessen. Ja, habe ich. Hier, nimm eins. Warte, ich habe noch. Ey, irgendwer hat gerade ein. Ah, ich nehm's. Oh. Ja, hier. Ich bin hier halt egal, auf jeden Fall, das ist doch auch alles. Wo war man jetzt? Bad Wilks. Ja, genau. Dass die da. Das ist ja so ein riesengroßes Team von. Da müssen ja Ärzte und alles dabei sein. Kamerateam, Tontechnik, Ärzte. Ich sag mal so, solange sie das drehen, aber niemand verletzt wird, wie zum Beispiel bei Mitten im Leben, weil das ist wirklich, naja, richtig asozial. Das ist. Nein! Sowas. Ja. Oder, okay, es gibt eine Sendung, einen Typen, der hat's gemacht, die gab's aber auch nicht lange, vielleicht 2-3 Folgen oder so, weiß ich grad gar nicht. So wie ich das mitgekriegt habe, der ist mit einem Pferd durch die Prärie geritten und hat für sich selber gesorgt. Der hatte richtig viele Kameras dabei und keinen anderen. Der hatte vielleicht noch ein Arzt, das kann ich mir vorstellen, aber sonst kein Kamerateam, nichts. Der war komplett auf sich alleine gestellt und hat das dann da alles gemacht. Und das finde ich echt ein bisschen lebensmüde. Ey. Davor war echt gut ab. Also, wer das schafft, der. Ey, wer hat dort gepflanzt? Ich, damit wir ein bisschen Essen bekommen noch nebenbei. Wir haben zwar schon ein. Das ist aber näher dran. Der ist aber schon klar, dass das weggemacht wird. Na klar. Marc, was heißt das?
Da geht eine Straße durch das, durch die Stadt. Das war jetzt ein echt schlauer Einfall. Egal. Ja. Das ist aber. Aber was ich mir auch gerne angucke, sind Dokus, zumindest auf D-Max oder generell so Dokus. Interessant. Ich nehme immer diese Hitler-Dokumentation auf. Die finde ich geil, wiederum. Was habe ich mal in der Schule gesagt? Hitlers Freunde, Hitlers Kochkurs, Hitlers Verwandte, Hitlers Beziehungen, Hitlers Studentenwohnheime, Hitlers. Ja, okay, das ist ja. Aber komm. Das. Ja. Mit Hitler. Das gucke ich mir eigentlich gerne an, aber selbst da werden nicht alle Informationen preisgegeben. Da könnte ich 100 Euro wetten. Ja, das ist klar. Von alten deutschen Dokumenten, die irgendwo, keine Ahnung, in Bundestag. Da schreiben sie irgendwie was dazu. Also das könnte ich mir vorstellen, dass. Dass sie das was dazu schreiben, denke ich mal nicht, weil Dokumentationen. Naja, die erscheinen sehr glaubwürdig, also. Ja, sind sie ja auch, aber trotzdem wird da und hier so ein bisschen rumgefuscht und da wird meine Information ausgelassen, die doch vielleicht hätte wichtig sein können. Ja. Naja. Okay, ey, wir sind wieder bei 11 Minuten. Alter, ich bin gerade in so einem Redefluss, ne? Ich glaube, hat einer von euch schon Bock auf Aufhören oder auf eine Pause? Ja, ich hab ja gesagt, ich mach nochmal ein, zwei, drei. Oh, ach man, ich bin dann tot. Dann geh ich bei San Andreas nochmal rein, also Multiplayer. Ja, aber ich bin momentan... Krieg ich das Gehirn? Hey. Ja, bitte auch mal eins hast. Hey. Ja, ist doch... Ja, aber ich bin gerade in so einem Redefluss, ich kann jetzt... Also ich könnte noch 3-4 Folgen vertragen. Mhm. Ja, klar. Könnte ich auch, aber... Okay, dann beende ich an der Stelle einfach mal ganz kurz die Aufnahme. Marc hat das Schlusswort. Jo, ich hoffe, wie letztes Mal schon, dass es euch gefallen hat. Schaut auf unserem Kanal vorbei. Da gibt's viele tolle Sachen. Die Adventure Map müsste bis dahin auch schon oben sein, wenn ich es schaffe und mein Internet es mitmacht. Ja, abonnieren, kommentieren oder liken, wenn ihr Lust dazu habt. Ihr könnt es vielleicht auch auf Facebook rumteilen. Ich gebe dem Skelett jetzt noch mal ein bisschen Backenfutter und von mir war's das. Okay, ich verabschiede mich auch schon mal. Andreas verabschiedet sich auch. Ja. Okay, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Ciao.